Hallöchen, liebe Waifus und Husbandos der Meson-Manga. Ich grüße euch und heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Manga-Review. Und diese Manga-Review war ein Vote von euch, der gewonnen hat, und zwar Higurashi no Naku Koro ni, oder auch genannt When They Cry. Ich habe es mir so vorgenommen, dadurch, dass meiner Meinung nach der Manga es einfach auch verdient, mehr Fülle zu bekommen, mehr Reviews, ja, ich mehr Zeit diesem Werk widmen möchte, habe ich mir überlegt, ich werde die Kapitel, die ja ursprünglich, also ursprünglich ist Higurashi no Naku Koro ni eine Sound Novel, eine sogenannte. Es ist im Grunde eigentlich eine Visual Novel, bloß mehr fixiert auf den Sound. Also der Sound spielt da, also die Sound und Atmosphäre spielen da eine größere Rolle wie bei anderen Visual Novels. Das ist aber auch, um es jetzt mal zu erklären, glaube ich, jetzt nicht eine typisch bekannte Bezeichnung. Also man könnte es auch grob eine Visual Novel nennen eigentlich. Und diese Visual Novel wurde unterteilt in mehrere Spiele, in sogenannte mehrere Kapitel oder auch Arcs. Und diese Arcs wurden im Manga auch untergebracht, nur eben halt quasi in einer kombinierten Form. Das heißt, es gibt sehr viele Higurashi-Manga mittlerweile von dem Verlag Yen Press rausgebracht im amerikanisch-englischen Bereich. Das Problem ist, oder nicht das Problem, sondern der Punkt dabei hier ist, dass sie die Bände so zusammenlegen, dass quasi es gibt. Also die Zahl ist quasi fortlaufend, 1, 2, 3, 4, was weiß ich. Aber von den jeweiligen Arcs gibt es dann immer jeweils Teil 1 und Teil 2 in einem Band. Und so ist es auch, also in Bänden. Und so ist es auch hier mit When They Cry, die. Ich muss jetzt muss überlegen, wie ich das ausspreche, aber ich glaube, das auf Englisch heißt das die Abducted by Demons Arc. Ich schaue jetzt gerade nochmal ganz kurz, wie das auf Japanisch heißt. Auf Japanisch heißt das Ganze Higurashi no Naku Koro ni Onikakushi Hen. So, um das mal so genau. Demoning Away Arc kann man es auch nennen. Ich glaube, darunter ist es auch ziemlich bekannt. Okay, ich erkläre erstmal kurz, wie ich es halt immer mache bei Manga Reviews, dass ich erstmal schaue, wer hat es denn überhaupt gemacht, ne? Wer hat es erfunden? Kein Schweizer, sondern tatsächlich der Manga, ne, Mangaka kann man es nicht nennen, der Storywriter, der im Grunde die Sound Novel komplett eigenständig mit, ich glaube, er war für die Musik verantwortlich, für die Zeichnungen, was man auch sieht, weil er ist so semi-talentiert, kann man sagen. Für die Sounds, und ich glaube, er hat wirklich alles selbst gemacht. Das ist, so wie ich das verstanden habe, ein Doujinshi-Werk, ja. Und der Künstler dahinter ist Ryokishi, Gott, wie hieß es nochmal? Also Zero Seven, ja. Also, es hat einen. Ich sag's mal, einen japanischen Namen. Ich glaube, mir fällt's gerade nicht mehr ein. Also er heißt nicht Zero Seven, sondern das ist, also die 0 und die 7 ist auf Japanisch wird ausgesprochen und ist irgendwie eine Anspielung an Final Fantasy 4, 5. Mehr dazu, wer mehr über Ryokishi 07 Bescheid wissen möchte, der kann sich gerne einen kompletten Podcast von uns anhören, wo wir ausgiebig über diesen Mann reden und vor allem über seine Werke. Ich mache es hier nur noch mal im Schnelldurchlauf, damit man ungefähr weiß, was er alles gemacht hat. Natürlich hat er die ganze Higurashi-Franchise gemacht. Er hat Umineko no Naku Koro ni gemacht, was natürlich logisch ist in dem Sinne. Er hat einen, wie soll ich sagen, hat ein Storyboard, glaub ich, zu. Oder. Ich glaube doch, hat er. Ich will jetzt nichts sagen, bei Rewrite war er auch irgendwie dabei, zumindest beim Anime. Inwiefern kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, spontan. Ich glaube, er hat beim Storyboard mitgemacht, aber. Ja, okay. Er hat einen Anime unter anderem noch gehabt, bei einem Anime mitgewirkt. Der, glaube ich, auch ursprünglich mindestens ein Spiel war oder ein Manga. Okami Kakushi Mask of the Wolf.
So heißt das Ding. Und was im Grunde, also diese drei Werke, die ich jetzt mal genannt habe, sind im Grunde sehr ähnlich, wirken sehr miteinander verknüpft und haben oft so die eine sehr ähnliche Prämisse. Und was er damit erreichen will, weiß ich persönlich noch nicht, denn ich bin noch nicht so tief mit dem ganzen, mit dieser ganzen Welt von ihm verknüpft. Aber ich habe es auf jeden Fall vor. Das ist schon mal die eine Sache. So, damit mal abgeschlossen. Das ist der Mann dahinter. Die Zeichnerin, ich glaube, es ist eine Sie, ist die gute Karin Susuragi. Und sie ist unter anderem bekannt für Werke wie den Manga von Aoni, also die Zeichnung zumindest von diesem Manga, oder auch mehreren anderen Arcs. Denn man muss dazu sagen, die Manga wurden von unterschiedlichen Mangaka gezeichnet, unter anderem vom Mangaka von Judge, Doubt und Secret. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Manga davon eben so war. Und andere Manga durfte sie wieder zeichnen, weil sie Ryukishi scheinbar da recht begeistert hat. Das kann man auch nochmal in den Nachwörtern, sagt man so, Nachwörter? Ja, im Nachwort auf jeden Fall nochmal lesen. Und ansonsten, ich sage jetzt mal, ist mir jetzt we weniger Dinge davon bekannt. Aber Aoni ist gerade aktuell, sage ich mal, ne? Und war ja auch ein Spiel und in dem Sinne, ich sehe auch allgemeine Wild Arms hat sie auch gezeichnet. Also sie ist sehr Spiele-Mangaka, kann man fast schon sagen, in einer gewissen Form. Nun gut, so viel mal dazu. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Geschichte. Oh ja, die Geschichte, worum es sich ja letzten Endes dreht. Fangen wir einfach an. Wir sehen die Welt durch die Augen des jungen Spundes namens Keiichi Maebara. Keiichi kommt aus einem, ich glaube aus Tokio oder sowas. Und dadurch, dass die Eltern eben halt wieder in ihr Heimatdorf oder so zurückkehren wollen, tun sie das eben, sie ziehen halt wieder um und Keiichi landet zusammen mit Mama und Papa in deren Heimatdorf Hinamizawa. Hinamizawa ist ein schönes Stück Dorf, ja, in einem Tal angesiedelt. Sehr urige alte Häuser, also ein sehr, sehr, ich sag mal, kulturträchtiges Dorf. Das ist übrigens einem echten Dorf, einem echten Weltkulturerbe in Japan nachempfunden worden. Das sieht eigentlich eins zu eins aus wie dieses Dorf im Grunde. Nur ein kleiner Funfact nebenbei. Und ja, dieses Dorf ist sehr idyllisch, sehr ruhig, eigentlich eine Wohltat für die Seele. Er kommt eben halt an den ersten Tagen dort an und fühlt sich aber gleich willkommen, fühlt sich gleich wohl. Er trifft die, ich sag mal, schüchterne, aber doch liebliche Rena. Er trifft die etwas tomboyische, aber trotzdem sehr nette und offene und aber auch bestimmende Mion. Er trifft die kleine, unschuldige Rika und die etwas frechere Sadoko. Somit haben wir eigentlich schon mal so eine Art Harem gebildet in diesem Sinne. Wir alle finden Keiichi richtig toll und sind alle gut drauf und alles ist fröhlich und happy. Bis eines Tages Keiichi hinter ein grausames Geheimnis kommt, und zwar, dass eben halt dieses Dorf nicht immer in diesem wunderschönen idyllischen, in dieser wundervollen idyllischen Atmosphäre war, sondern dass es durchaus einen extrem heftigen Mordfall oder eine Serie von Mordfällen in seiner Vergangenheit hat. Und diese Mordfälle sind alle zurückzuführen auf ein Ereignis, denn die Nation Japan wollte eben dieses Dorf komplett unter Wasser setzen. Die wollten einen neuen Damm errichten, die wollten den Damm brechen, das Ganze unter Wasser setzen und quasi das Dorf, ja, überschwemmen. Die Dorfbewohner fanden es natürlich nicht lustig und haben sich dementsprechend auch
zur Wehr gesetzt haben, demonstriert und so weiter. Und bei dieser Demo ist halt dann irgendwann so passiert, dass scheinbar sehr viele von den Einwohnern hergegangen sind und haben den Direktor, der das Ganze angeführt hat, diese ganze Dammaktion, sorry, ermordet. Oh, geknüppelt, alles Mögliche. Also, dass man ihn einfach zu plump geschlagen hat. Und ja, so viel mal dazu. Also es gab diverse Morde in dieser Hinsicht und es war immer so, dass immer einer wurde getötet und wurde aufgefunden als Leiche und der andere, eine andere Person ist immer einfach zusätzlich verschwunden. Als wäre sie nie, 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 als hätte sie nie existiert, sage ich mal. Wurde nie wieder gefunden. Alles gut. Oder alles schlecht in der Hinsicht. So langsam merkt man dann Keiichi an, dass er in einen Wandel kommt. Immer mehr versucht er, sich einzureden, dass eigentlich doch alles toll ist und happy. Und ihn lässt aber diese Geschichte nicht los. Und ihn lässt auch vor allem nicht los in dem Moment, wo er seine Freunde darüber ausfragt oder fragt: Hast du damit schon mal was zu tun gehabt? Oder kennst du das? Oder hast du davon schon mal gehört? Und alle verneinen es direkt. Es ist nicht mal ein, ich weiß es nicht oder so, sondern es ist ein, nein, sowas ist hier nie passiert. Und das macht Keiichi stutzig. Und eines Tages kommt ein dickerer, älterer Polizist aus der Nachbarstadt vorbei und will halt mal genaueres wissen, will halt mal so ein bisschen nachfragen. Und sucht sich dafür Keiichi raus. Und ja, damit fängt die Story mehr oder minder an. Ein Außenseiter-Polizist kommt in das Dorf und befragt Keiichi, was er denn so meint von diesen Morden. Und tja, in der Zwischenzeit ist auch noch etwas passiert, das möchte ich jetzt nicht vorne wegnehmen, aber es, sag ich mal, tut noch mal sein Dazugehöriges, dass Keiichi komplett seinem, also zumindestens sage ich mal zu 70% dem eigenen Dorf, wo er eigentlich vorerst noch glücklich war, nicht mehr so ganz traut. Und was da passiert, wie gesagt, möchte ich nicht weiter spoilern. Ich kann nur sagen, ich bin von dem Manga hellauf begeistert. Er ist großartig, was den Mystery-Part angeht, was meiner Meinung nach sehr, sehr essentiell wichtig ist für für diese Reihe. Er ist großartig, was die Charaktere angeht. Die Charaktere sind witzig, spaßig, man schaut gerne bei ihren Aktivitäten zu, die Dialoge sind interessant. Gleichzeitig sind die Charaktere auch sehr, ich sag mal, beängstigend, mysteriös, unnahbar. Also da ist wirklich auch von der Mangaka-Seite viel, viel Gutes reingekommen. Die berühmte Lügner-Szene, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ohne irgendwas dazu zu sagen, fand ich etwas zeichnerisch komisch. Etwas so oben drüber, dass ich schon nicht mehr lustig, also dass ich schon nicht mehr gruselig oder schlimm fand, sondern eher belustigend. Also da muss ich sagen, ist zwar eine schöne Doppelseite so gesehen, aber ist so vom Effekt her fand ich es jetzt nicht wirklich schlimm. Aber, muss man dazu sagen, ist nicht so tragisch, denn andere Teile in diesem Manga hat sie wiederum gerade im zweiten Band so gut hingekriegt, dass ich darüber komplett hinwegsehen kann. Ich empfehle diesen Manga auf jeden Fall, wer Higurashi noch nicht gelesen hat, sollte es auf jeden Fall mal tun. Der Anime ist schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr richtig zusammenpacken kann in meinem Kopf, was da jetzt abging und so weiter. Was ich aber damals schon das Gefühl hatte und das wirklich als negatives Gefühl ist, dass der Anime wirklich vollgestopft wirkte. Da waren sämtliche Arcs drin, so viel ich weiß. Ich glaube, die Sound Novel war komplett draußen und der Anime wurde dann daraufhin adaptiert. Ihr könnt mich gerne korrigieren, ich weiß es nämlich persönlich nicht mehr.
Ich weiß nur, dass ich irgendwann das Gefühl hatte und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es niemals zu Ende gesehen, was ich auch im Nachhinein gut finde, das Ganze einfach durch den Manga dann nochmal so zu erleben. Denn ich finde, allein schon der Manga hat wesentlich mehr richtig gemacht als der Anime. Weil der Anime mir viel, viel zu hektisch wirkte, viel zu schnell. Man hat das Gefühl, sie wollen jetzt sämtliche Arcs unterbringen, reinquetschen in die Serie. Und obwohl es ja 2 Staffeln war und ein paar OVAs, war es trotzdem relativ, wie gesagt, es fühlte sich hektisch an. Ach, von der Atmosphäre und her will ich gar nichts sagen. Und die Synchronsprecher waren auch großartig und alles. Aber irgendwas hatte mir in mir sowas ausgelöst wie, ich verstehe es jetzt nicht. Komm, bleib doch noch mal ein bisschen bei mir, beim Zuschauer. Warum tust du jetzt schon wieder? Quasi, warum gehst du schon wieder weiter? Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der Anime vorausläuft und ich wie so ein kleines Kind an der Hand hinterher gedrückt werde, gezogen werde. Aber ich bin gar nicht mehr richtig mitgekommen. Ich habe irgendwann komplett ausgeschalten und obwohl mich eigentlich dieses Mysterium über dieses Dorf interessiert hat, er hat es nicht mehr funktioniert bei mir. Beim Manga wiederum ist es anders. Ich habe mehr Zeit. Ich kann noch mal mir ein paar Sätze durchlesen, die verinnerlichen. Klar, können wir ins Argument bringen, kann man beim Anime auch einfach nochmal zurückspulen. Aber das ist genauso der Punkt. Beim Anime soll einfach so ein gewisser Flow entstehen, den du einfach durchziehst. Und beim Manga ist es halt nicht so schlimm, wenn man mal da eine Seite nochmal zurückblättert und nochmal was nachliest. Und das fand ich halt schade. Der Manga macht es halt wirklich, wirklich gut. Und ich will den Anime jetzt auch nicht schlecht reden, bei weitem nicht, weil der hatte seine Momente auf jeden Fall. Trotzdem muss ich sagen, zumindest was den Mystery-Aspekt angeht, fand ich jetzt den Manga, von dem, was ich noch weiß, besser. Was den Horror-Aspekt angeht, muss ich natürlich sagen, ist der Anime besser, allein schon durch Soundeffekte. Ne? Oder von mir aus auch die Sound Novel. Die wird bestimmt auch großartig sein, allein weil Sound einfach viel ausmacht für Atmosphäre. Wobei ich dem Manga auch nicht abschlagen kann, dass er durch Bilder und Momente und ich sag mal auch Kopfkino dermaßen gut eine Atmosphäre vermittelt. Kann ich dem Manga auf keinen Fall absprechen. So, in diesem Sinne würde ich sagen, war es mal so für den Anfang. Jetzt kommt die Spoilerzone. Damit wir noch ein bisschen mehr darüber reden können. Denn für die, die das gelesen haben, gespielt haben, den Anime geschaut haben, was auch immer, können wir jetzt nämlich noch ein bisschen philosophieren. So, genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, den ich natürlich am interessantesten finde. Denn natürlich jeder, aber absolut jeder, der diesen Manga gelesen hat, wird mir zustimmen. Dass man irgendwann mal in so eine Art Detektivmodus geht. Man versucht alles zu analysieren, man versucht alles zu hinterfragen, was ist gerade passiert, wie könnte es passiert sein und natürlich die großen 3 Fragen, die ich mir immer stelle bei Higurashi, kommt grundsätzlich: Ist es übernatürlich oder ist es von Menschenhand gemacht? Ja. Oder aber auch von Menschenhand, aber noch zusätzlich mit Drogen zum Beispiel. Also da ist dann so, das ist dann so diese 3 Fragen, die ich mir stelle. Und auch wenn per Menschenhand und Menschenhand mit Drogen jetzt vielleicht nicht so, ich sag mal, falsch, also so, ich sag mal, so wenig anders klingen, sehe ich gerade bei von Menschenhand, oder ich sag mal, das ist vielleicht falsch, ich sag's mal so, ist es übernatürlich? Also ist es der Fluch von Oyashiro-sama, ne? Oder aber ist es B, einfach eine Art Psyche, eine falsche Psyche von diversen Menschen? Drehen die Leute hohl? Haben die vor irgendwas Angst? Reagieren die deshalb so? Stecken da psychische Krankheiten dahinter? Doppelte Persönlichkeiten etc. pp. Das ganze Programm sozusagen. Oder aber wird mit Drogen irgendwas manipuliert und die Leuten quasi Dinge eingespeist, Halluzinationen und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die mich dann in der Hinsicht immer beschäftigt haben. Und ja,
einfach mal ein paar Highlights aufzählen von diesem Manga, den ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr genossen habe. Jetzt auch schon beim zweiten Mal, das habe ich vergessen beim Anfang zu sagen, dass ich ja diesen Manga jetzt schon zum zweiten Mal lese. Es war ein Reread und es ist in meinen Augen nicht schlechter geworden. Ich habe den schon länger nicht mehr gelesen und ich muss sagen, also es hat mich wieder komplett gehabt. Die Charaktere haben mich wieder total fasziniert und interessiert. Und dieser Werdegang von Keiichi, wie er langsam immer mehr, wie immer weniger Vertrauen in seine Leute hat, wie er immer mehr Angst kriegt vor nichts, könnte man fast sagen. Wie er immer mehr Angst hat, falsche Dinge zu tun, also immer vorsichtiger wird, aber gleichzeitig auch immer aggressiver, wie der auch hier da die Psyche mitspielt. Die ganzen Geschichten von Oishi, also von dem alten Sack, von dem Polizisten, der ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wo ich nach wie vor der Meinung bin, wenn der sich nicht immer in die Geschichten stellenweise einmischen würde, würde es gar nicht so weit kommen. Ich habe immer das Gefühl, wenn der mitmischt, dann ab da ist dann immer der Charakter, der mit dem zu tun hat, sofort des Todes. Also der kann einpacken, der ist dead. Der hat verloren, einfach. Zumindestens wenn die andere Person, also nicht Oishi, sondern die andere Person aus Hinamizawa stammt. Oder eben halt dementsprechend eventuell daran ist, ein Geheimnis zu lüften, was nicht, scheinbar nicht gelüftet werden sollte. Ja, ein paar Highlights. Ich plätter einfach mal kurz durch. Also natürlich ist ganz klar, ich finde den Anfang schon mal sehr interessant. Der Anfang des Mangas ist nämlich sowas wie, man sieht, und das ist das, was ich sehr interessant finde, und ich will auch, das Problem ist, ich will gar nicht, ich weiß schon ein bisschen mehr, beziehungsweise ich habe schon die ein oder andere Ahnung. Ich möchte aber auch nicht spoilern für die Leute, die vielleicht auch wie ich jetzt gerade mal wieder den ersten oder die zweite Arc gelesen haben. So, ich bin ja noch nicht drüber. Ich habe ja nur diese ersten zwei Arcs gelesen und den One-Shot-Manga, den ich auch schon reviewed habe. Diese Side-Story da, die quasi neben oder parallel zu diesem Werk spielen soll. Aber es erklärt schon, eigentlich finde ich schon etwas, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Das ist blöd, aber ich sage nur trotzdem, dass der Anfang schon sehr interessant ist mit diesem I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Dieses Mädchen, das die ganze Zeit sich entschuldigt und Keiichi hört es in seinem Traum quasi, während er dann quasi auf dem Weg nach Hinamizawa ist, in einem Bus. Das ist ein kleiner, netter Wink zu dem, was letzten Endes am Ende dann des Mangas passiert und was mich zu einem nächsten Magic Moment bringt. Denn die Szene mit Rena, wie sie draußen im Regen steht, mit den kaputten Fingern, die Keiichi ja zurechtgerichtet hat mit der Tür, was auch eine sehr schöne Szene war, aber im Manga nicht ganz so gut rüberkam, finde ich, wie jetzt wiederum im Anime. Da muss man halt auch wieder da sagen, da sind die Soundeffekte und so weiter wieder sehr wichtig, wie ich finde. Aber trotzdem hat es ein gutes Gefühl von Panik vermittelt und dann eben diese Szene, wie man einfach sieht, wie Rena im Regen steht und die ganze Zeit mit einem wirklich komplett seelenlosen Blick. Die ganze Zeit, I'm sorry, 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 I'm sorry. Die ganze Zeit. Das ist ein Moment, wo ich finde, der ist creepy wie noch was und gleichzeitig unfassbar faszinierend. Vielleicht macht es dieses Regenwetter auch aus, weil vieles, was ja auch eine gewisse Regen bringt, immer eine gewisse Melancholie mit sich. Das kann man auch nicht absprechen. Und ich glaube, in dieser Szene ist es sehr, sehr wichtig, weil es ist ja eine tragische Geschichte in einem großen Maße. Denn die Charaktere mögen sich ja eigentlich alle, aber irgendetwas bewegt die Charaktere, diese jungen Menschen, be bewegt etwas, eine Macht oder doch vielleicht nur etwas Menschliches in Anführungsstrichen nur dazu, sich gegenseitig ja zu töten, auszuschalten. Und wenn man mal überlegt, was das allein schon für die Psyche ausmacht, wenn man quasi dazu gebracht wird, und wenn es auch nur psychisch ist, einen anderen Menschen umzubringen,
Das ist etwas, was man sein Leben eigentlich nicht mehr vergisst. Und mit Satoshi, dem Vorgänger, kann man fast sagen, der im Grunde das gleiche, gefühlt das gleiche scheinbar, durchgelebt hat wie Keiichi, muss man ja sagen, dieser Satoshi muss ja im Grunde irgendwie umgebracht worden sein. Irgendjemand von den Freunden, die er um sich rum hatte, muss es ja gewesen sein. Und zumindest hier in diesem Manga sind, also nur in diesem Teil jetzt, sind Rena und Mion eigentlich die krassesten, während Satoko und wie hieß sie nochmal? Sorry, Satoko und Rika jetzt eigentlich gar nichts machen. So wirklich, so wie ich nichts. Die sind eigentlich relativ nett und so weiter. Du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass die groß da was machen könnten. Aber Rena und Mion sind durchaus psychopathisch und fast schon, gerade bei Rena wirkt es schon auch ein bisschen Yandere-mäßig dargestellt. Und das fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Gut inszeniert auf jeden Fall und wie gesagt, auch wirklich schön gezeichnet. Weitere Magic Moments. Das sind nur kleine Magic Moments, aber für mich sind es so. Ich achte auch mal gerne auf die kleinen Momente und die tun mir oft auch gerade so mich motivieren weiterzulesen. Das sind dann so die Momente, in dem deren Rika, ne, das kleine Mädchen Nipa, ne, irgendwie ganz komisch reagiert, so gar nicht wie ein kleines Kind, sondern eher wie ein Erwachsener, der schon alles gesehen hat, irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Rika auch noch mehr hintersteckt, noch mehr Story kommen wird, und sie irgendwie ein bisschen erklärt. Sie war ja die Tochter von der Miko und deren Mann, die ja zum einen ermordet und zum anderen demoned away wurden, das heißt einfach verschwunden ist. Das heißt, ich glaube, der Mann, nee, die Frau, ne? Die Frau ist verschwunden und der Mann wird ermordet. So war es, glaube ich, ne, in der Reihenfolge. Und Rika ist ja übrig geblieben als kleines Kind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass vielleicht dieser Moment alleine schon irgendwas hätte bewirken können in so einem Kind. Bestimmt. Vielleicht hat sie es sogar auch gesehen. Ich war, wie gesagt, ich weiß noch gar nichts darüber. Und ich bitte euch auch, was das angeht, wirklich die Backen zu halten. Das würde mich extrem nerven, wenn mich irgendjemand in irgendeiner Form mit Higurashi spoilern würde. Weil der Manga oder allgemein das Werk dann auch schon ein bisschen davon abhängt, ne? Das ist ein ganz, ich verstehe es, wenn man bei anderen Sachen ein bisschen spoilern möchte, weil man etwas herausheben möchte. Bei Mystery finde ich es eigentlich geht gar nicht, weil Mystery ist einfach so, das lebt davon. Wenn du einem Mystery-Manga quasi diese Mystery-Momente entziehst, dann fehlt einfach was und das sollte einfach nicht sein. Das wäre nicht cool von euch. Okay, ja, aber diese Momente, wo sie einfach komplett fast schon kalt reagiert, gerade am Ende ist ein schönes, warte mal, vielleicht kriege ich es nochmal, vielleicht finde ich es nochmal irgendwo, als sie quasi gesagt bekommen, ja, Keiichi ist tot, Mion ist tot und auch Rena ist tot, wo Satoko ja dann weint wie ein Schoßhund und sie einfach fast schon, nicht, will nicht sagen kalt, aber als wüsste sie mehr, sagt, it's okay, we'll be able to see Keiichi and the others again. Es ist okay, wir werden die anderen, Keiichi und die anderen, schon wieder sehen. Bald. So als wüsste sie, keine Ahnung, dass die auf einmal wieder auftauchen? Aber what the fuck, sie sind doch tot. Was passiert hier? Und das ist das, was einen dann natürlich motiviert, weiterzulesen. Und ich weiß, dass in der zweiten Arc auch darauf eingegangen wird. Ich bin mir zumindest so halbwegs sicher. Und ich kann mir vorstellen, was da passiert. Ich möchte es trotzdem noch nicht erwähnen, sondern erst wenn dann die nächste Review dazu kommt, dann in der zweiten Arc dann weiter drüber sprechen. Okay, gibt es noch was? Gibt es noch was, was ich darüber sagen kann, was ich noch nicht gesagt habe? Nö, im Grunde nicht. Ich finde eigentlich, ich habe im Grunde genug erzählt. Oh, noch stimmt natürlich noch ein Magic Moment. Sorry, ganz wichtig. Die Szene, in der Keiichi realisiert,
dass Rena, als er mit Oishi geredet hat am Telefon, die ganze Zeit hinter seiner scheiß Zimmertür war und ihn belauscht hat und dann gegangen ist. Dieser Moment, wo quasi die Wahrheit oder mehr oder minder das Ganze, was er mit Oishi bespricht, was ja geheim bleiben soll vor seinen Freunden, Rena mitbekommt. Das war einfach so wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, fuck, da wird mir echt, da wird mir anders. Noch eine Szene, schön, dass mir das jetzt gerade so spontan einfällt. Noch eine Szene, wo mir sehr, sehr, mich sehr, sehr, ich sag mal, begeistert hat, weil das eine, trotz so reinen Zeichnungen und so weiter, eine unfassbar gute Atmosphäre bringt, sind diese Szenen mit Oyashiro-sama. Ob er jetzt nun dargestellt wird als Lichtwesen, das dich nachts von oben herab anguckt, während du schläfst, was ich schon creepy genug finde, allein die Vorstellung. Und aber auch die anderen Momente, in dem Keiichi irgendwelche Schritte hört, sich umdreht, aber niemand da ist. Er halluziniert komplett. Er hört Schritte, dreht sich um und sieht niemanden. Er geht nach Hause, macht die Tür zu, riegelt sie, glaube ich, komplett ab, lauft herum und hört Schritte. Und dann ist so dieser Moment, den ich halt wirklich heftig finde. Also so ein Atmen, so ein von irgendetwas. Und das fand ich scheiße creepy. Das war richtig gut gemacht. Richtig, richtig gut. Und natürlich auch am Ende dann, wo Keiichi sich den Hals aufschlitzt mit seinen eigenen Fingernägeln. Da war ja auch wieder dieser Moment. Da war ja auch wieder dieser Moment. Warum Keiichi sich aber in diesem Moment nicht rumgedreht hat, stellt sich für mich natürlich jetzt irgendwo in Frage. Hat er vielleicht in diesem Moment realisiert, wer der Mörder ist und konnte es nicht fassen? Oder konnte er sich nicht rumdrehen? Die Frage ist nur, warum? Das ist so die Aussage, die ich mir einfach gefragt habe. Warum hat er sich nicht rumgedreht in der Telefonzelle? Ich meine, klar, er war zu beschäftigt, sich gerade aufzuschlitzen. Er konnte kaum noch reden, weil er wahrscheinlich irgendwo schon, was weiß ich, irgendwas Lebenswichtiges verletzt hat oder was auch immer. Aber mal ehrlich, zumindest einmal rumdrehen. Er hat gesagt, er kann nicht. Ich schaue noch mal für euch nach, aber ich bin mir sicher, er hat gesagt, er kann nicht. Moment, Moment, Moment. Nee, Moment, da ist er. Ist er schon dead? Even now it's right behind me. I can't turn around if I turn around. Okay. Ich kann mich nicht umdrehen. Wenn ich mich umdrehe, dann kann ich. Und dann sagt er nichts mehr. Er kann es nicht. Warum auch immer er es nicht kann. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, das ist mir noch was aufgefallen, worüber ich gerne mal zumindest kurz ansprechen möchte. Es gibt ja die Szene, in der Mion und Rena abends zu Besuch kommen und ihm diese Klößchen da machen. Und das war ja dieser Mordanschlag, wo Rena oder Mion oder beide in den fünften oder achten, nee, achten war es, glaube ich, in den achten Teigklumpen da eben Nadeln reingemacht haben. Was natürlich, wenn man Nadeln schluckt, liebe Kinder, tut das nicht. Es ist schlecht. Und ja, dieser Moment fand ich natürlich, er war natürlich krass, ne? Aber was mich ja zu denken gab, war, weil als er gefragt hatte, von wem die sind oder so, oder ne, oder irgendwie sowas, war auf jeden Fall, und Mion meinte nur, das wäre der Großmutter ihre quasi. Und sie hat nur gesagt, dass Rena einen selber gemacht hat. Oder Keiichi soll ja rausfinden, welchen Rena davon gemacht hat. Aber es waren die Mochis oder was es da war von der Großmutter von Mion. Jetzt war ich natürlich am Überlegen. Angeblich, laut Oishi, ist ja die Sonosaki-Familie extrem in diesem
in dieser ganzen Mordgeschichte und so mit verankert, zumal sie ja auch die quasi die Revolte schlechthin waren, als es mit dieser ganzen Dammgeschichte losging. So. Nur eine Idee. Vielleicht ist die Oma auch nicht so ganz cool, ne? Weil nur weil die Leute alt sind, kann es ja trotzdem heißen, dass die ein bisschen gaga sind. Nur mal angenommen. Diese Teigtaschen mit den Nadeln drin. Weil es tatsächlich nicht von mir und Rena, sondern von der Oma. Und jetzt kommt's. Es ist auch etwas, was ich mir überlegt habe. Denn als Keiichi irgendwann Angst bekommen hatte, hatte er sich ja krank schreiben lassen. Dann ist er irgendwann zu dem Arzt dorthin gegangen, zu der Ärztin, ne? Ne? Kennt man die Ärztin? Man hat aber nicht wirklich kurz, wird jetzt nicht erklärt, wie die heißt oder so, sondern es war einfach eine Professorin, ne? Kittel an und juhu. Und die meinte so, jo, nimmst deine Medizin, ne? Und kriegst du von mir jetzt noch einen Shot. Da habe ich schon gedacht, okay. Und da hat es auch so langsam immer mehr angefangen, Psycho zu werden. Immer mehr, immer, immer, immer mehr, immer mehr. Also, ich sag mal so Momente wie halt diese Sache, dass Oyashiro-sama hinter ihm herläuft und so weiter. Das ist wie so Halluzinationen. So auf einmal kam das auf. Und ich will ja nichts sagen, aber das ist auch so dieser Moment, wo ich mir sage, könnte es vielleicht wirklich mit Drogen zusammenhängen? Und die andere Frage ist, wenn ich diesem Dorf schon allein nicht traue, warum? Warum lasse ich mir dann von der örtlichen Doktorin einen Shot geben und Medizin? Nur mal so. Also da ist auf jeden Fall was, wo ich sage, wenn schon das ganze Dorf mehr oder minder hinter einem her ist, dann wird wohl wahrscheinlich auch, und so gehe ich mal von aus, die gute Doktorin auch irgendwo Dreck am Stecken haben. So. Die ganze Geschichte mit Rena wird auf jeden Fall auch noch interessant, denn die wurde kurz aufgegriffen, dass sie damals mit dem Baseballschläger durch die Schule gelaufen ist und hat einfach wir Fenster zerschlagen, ist mit barfuß über Gläser gelaufen und hat auch noch zwei oder drei männliche Schüler, zwei bedroht. Sehr, sehr stark bedroht und einen sehr gut hingerichtet. Nicht getötet, aber ja. Und die wollen über nichts irgendwas sagen, weil sie einfach das Gefühl hatten, Rena wäre eine komplett andere gewesen. Dann hat man rausgekriegt, dass Rena nicht ihr wahrer Name ist, sondern Rainer, glaube ich. Ne? Also nicht Rainer, nicht der deutsche Name, sondern Rainer war es, glaube ich. Ne? Jetzt muss ich aber noch mal. Jetzt, dass ich das nicht falsch sage, oder Renai. Boah, was waren das nochmal? Ich muss nochmal kurz nachprüfen, denn das ist wichtig für mich, dass ich da jetzt nichts falsch sage. Und ja, das gibt einem auch zu denken. Da hat man auch, oder da habe ich auch schon wieder das Gefühl gehabt, als über diese Geschichte erzählt wurde, dass Rena einfach so mega durch war in diesem Moment. Da muss ich auch wieder an so diesen klassischen Moment denken, wo man einfach sehr gut mit einer doppelten Persönlichkeit spielen könnte. Gerade in so Mystery- oder Horror- und Thriller-Momenten ist das doch schon sehr. Also, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich finde es jetzt gerade. Oder obwohl, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Nee, ich finde es jetzt leider nicht. Finde es jetzt leider nicht. Aber ja, ihr könnt. Oh, Moment hat. Oder vielleicht doch. Komm doch. Sag's mir. Ja, egal. Ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall. Das Interessante ist halt auch der Punkt. Er hat ja mehr oder minder nur noch diesen Oishi. Also Keiichi hat nur noch Oishi als. Ich sag mal, die haftende Säule gehabt, weil die Eltern waren außer Haus, ne? Und er kann dann eigentlich nur noch Oishi am Telefon, wo er vertrauen kann. Und auf einmal, der Oishi, der sonst sagt, ja, das ist ein Mordfall, der wird als Fluch von Oyashiro-sama irgendwie gedeckt, sage ich mal, damit die Leute Angst vorhaben und dass die Leute einfach blind glauben, dass das ein Fluch ist und bla bla bla. Und ja, aber als
Oishi dann am Telefon sagt, dass ihm ganz, ganz anders ist, ne? Und dass es vielleicht doch ein Fluch sein könnte. Ich glaube, spätestens da war es so dieser Punkt erreicht, wo bei Keiichi dann so diese Säule, diese hier fühle ich mich wohl, die Wohlfühlzone komplett in sich zusammenbricht und dann shit happens. Alles danach ist ja wirklich nur noch Madness. Und du weißt auch nicht mehr genau irgendwie, was jetzt eigentlich passiert ist. Was ging jetzt eigentlich ab? Warum liegen auf einmal Rena und Mion tot auf dem Boden er wacht auf zwischendrin und hat einen blutigen Baseballschläger. Warum ist es früh morgens, sage ich mal, ja? Und den Direktor, oh, das ist auch noch ein Thema, wo ich kurz noch ansprechen möchte. Das ist halt einfach so viel, ne? Den sie holen wollten. Das war ja abends, ne? Warum kommen die erst morgens? Warum kommen die morgens erst mit ihrem Van an? Warum kommen die nicht abends schon an, wenn die den schon rufen? Das ist sowas, wo ich nicht ganz verstanden habe. Das andere ist ja genau diese Sache. Der Direktor. Sie sprechen am Ende von diesem Direktor. Der Direktor, der voll diese ganze Damm-Geschichte eingeleitet hat. Der dafür verantwortlich ist, dass das Ganze losging mit diesem Moment mal. Moment mal, mir kam gerade jetzt eine Idee. Kann es vielleicht sein, dass diese ganze Damm-Geschichte nur ein Aufwand war, um Leute zu ermorden? Ein Aufwand, der motiviert? Der motivieren sollte? Steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter als nur ein Damm? Und ein Dorf, das nicht, das quasi das, nicht das Dorf aufgeben will, steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Jetzt bin ich gerade wieder ins Grübeln gekommen. Und genau das liebe ich so an diesem Manga. Genau das und nicht weniger. Genau das. Puh, das bringt einem natürlich dann auch zum Grübeln. Keine Ahnung, hat man diese Möglichkeit, herauszufinden, warum dieser Direktor dann auf einmal wieder lebt, weil der war ja eigentlich tot, ne? Es hieß, der ist tot. Oder er wird, ich weiß nicht, ist er gestorben oder wurde er nur Demoned Away? Das weiß ich jetzt nicht. Ist er nur verschwunden oder ist er gestorben? Nee, es hieß, er ist doch tot. Nee, aber ich glaube, er ist gestorben. Aber auf einmal existiert er wieder. Werden vielleicht manche Leute, quasi als verschwunden dargestellt, nur um dann später irgendwann wieder aufzutauchen. Bekommen die vielleicht eine andere Funktion? Oder andersrum, machen die Leute, die so verschwinden, vielleicht das Ganze mit Absicht? Das sind so Sachen, verstehe ich nicht. Warum bringt man jemanden um und den anderen lässt man verschwinden? Warum macht man sowas? Klar, um diese Fluchthematik zu verbreiten, aber dann könnte man doch einfach zwei Leute verschwinden lassen. Das würde das Ganze doch noch mehr unterstützen. Aber es wird immer einer ermordet und ein anderer verschwindet. Ich bin da noch nicht so ganz dahinter gekommen. Na gut, aber dafür gibt es ja noch andere Manga. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft auch mal aus Versehen mal wieder den Manga wählen, damit ich weiterlese. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich natürlich von eigenständig da weiterlese und vielleicht noch auf die eine oder andere Idee kommen. Ich möchte jetzt zum Abschluss, weil das Video ist schon scheiße lang, aber ich finde einfach, das war einfach mal an der Zeit, ein bisschen sehr viel über Higurashi zu reden. Weil wie gesagt, es hat es meiner Meinung nach einfach verdient. Und ich möchte einfach noch den letzten Teil lesen, den Ryokishi Nana irgendwas 07 auf jeden Fall hier in dem Manga niedergeschrieben hat. Und zwar to give a cryptic explanation, there is only one key hidden in the Abducted by Demons arc. This is an extremely important key, and if you can find it, then there is no doubt that you will be able to delve deep not only into the Abducted by Demon arc, but also into the Cotton Drifting arc and the Curse Killing arc.
But because it is such an important key in order to hide it, there are a large number of fake keys scattered throughout. And to those of you who already know the key, the solution to the story, I hope you will warmly watch over those who are enjoying drowning. Because in any event, the ones enjoying this world the most are none other than the ones struggling to keep their heads above water. Also im Grunde das Ganze nochmal kurz so erklärt. In dieser Arc und in der nächsten Arc und in der übernächsten Arc gibt es einen Schlüssel sozusagen, ein Schlüsselelement. Und das soll einem helfen, diese Wahrheit dahinter zu verstehen. Jedoch wird dadurch, dass dieser Schlüssel so wertvoll ist, der taucht quasi in jedem dieser drei Arcs auf. Jedoch, dass da der Schlüssel so wertvoll ist, weil man dadurch ja verstehen würde, was abgeht, werden Fake-Schlüsselelemente verteilt. Das heißt, das ist so diese Sache, wo man halt fragt, ist es übernatürlich, ist es nicht übernatürlich, ist es irgendeine Kopfsache oder ist es einfach nur irgendein gestörter Mörder, die irgendwie auf Killing Spree gehen. Das ist so diese Momente, wo dann zwischen den drin was passiert, wo man sich dann fragt, was ist es jetzt nun? Und genau darüber habe ich ja am Anfang gesprochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Es war ein langes Video, ich weiß. Ich danke trotzdem, dass ihr fleißig und treu zugehört habt. Und eure Meinung zu dem Manga dürft ihr gerne in die Kommentare posten. Auch gerne zu dem Arc an sich. Bitte aber nicht weiter. Und wenn dann höchstens maximal noch, was hier angeht, Meinungen zum One-Shot. Wobei, wie gesagt, da gibt es auch eine Review schon zu dieser Side-Story. Da könnt ihr ja da in diese Review reingucken und dementsprechend da eure Meinung abgeben. Ansonsten wirklich nur zu dieser ersten Arc. Und wenig, nicht mehr. Ich möchte keine Spoiler zur zweiten, dritten oder sonstigen Arc sehen. Und ich möchte auch keine Spoiler sehen von wegen, ihr wisst die Lösung und bla bla bla. Wie gesagt, hört auf die Worte von Ryokishi. Lasst die Leute es genießen, sich darüber auszutauschen und so weiter. Aber wenn, solltet ihr es wissen, nicht weitersagen, sondern die anderen Leute dabei beobachten, wie sie es genießen, sich zu spekulieren und rätseln. Weil das ist genau das, was dieser Manga eben halt, oder diese Reihe, diese Franchise ausmacht. Ich bin der René von Amazon Manga und ich sage Ciao. Bye bye.